wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Und ja, meine Zuschauer sind der Knaller. Jetzt kommen neben den ganzen vielen bekannten Fernsehpromis spannende Persönlichkeiten als Vorschläge. Und der nächste ist heute mein Gast. Und dafür danke ich auch euch für die spannende Begegnung. Mein Gast heute, Veit Lindau. Ich grüße dich. Hallo Tom. Du bist Trainer, Coach, Speaker. Spannender ist, du hast Bücher geschrieben, unter anderem mit dem Titel Heirate dich selbst und Seelengevögelt. Was trägst du davor? Prinzipiell ist es einfach eine Einladung, sein Leben ernst zu nehmen. So. Also ich finde, das Leben ist tierisch schnell vorbei. Und so wie unsere Gesellschaft im Augenblick konzipiert ist, ist es total leicht, einfach verloren zu gehen und die wesentlichen Fragen aus dem Auge, aus dem Herzen zu verlieren. Und ich möchte gern dazu beitragen, dass Menschen wieder mehr bei sich ankommen. Das machst du in Form von Vorträgen, aber du hast auch so Einzelberatungen, also du berätst auch einzelne Personen. Ja, obwohl das immer weniger. Also Vorträge, Seminare, wir haben ein Jahresbegleitprogramm, also bei dem die Leute mich dann quasi online zu sehen bekommen, wie in einem kleinen Fernsehsender zu Hause. Spannend. Ja. So wie hier. Genau, so wie hier. Ja, wir machen das auch so ungefähr auf der Bühne. Ich hatte ja einige Vortragsreferenten, Leute, also die auf der Republika und so weiter auftreten. Als ich geguckt habe, du bist so ein bisschen der Sunnyboy der Szene. Darf man das so sagen oder stört dich das? Also die Wahrheit ist, stört mich tatsächlich, weil ich dann das Gefühl habe, ich werde zu oberflächlich beurteilt, weil ich glaube persönlich, dass ich, wenn überhaupt, ein Sunny and Shadow Boy bin. Also im Sinne von, bei uns geht es ums Licht und es geht ums Dunkle. Licht und Dunkel, das hört sich wie Star Wars an. Das musst du mir erklären. Ja, das Leben ist ja Star Wars, also im Sinne von, es geht ja auch, das Leben ist einfach Licht und Dunkel und das Leben ist manchmal klar, manchmal ist es total unklar und jeder von uns hat was total Schönes in sich und jeder von uns ist aber auch ein echt unvollkommenes Wesen und damit Frieden zu schließen, darum geht es in unserer Arbeit und ich habe das Gefühl, also wenn ich sowas höre wie Sunny Boy, dass ich dann so in diese Chaka-Chaka-Ecke gesteckt werde und da fühle ich mich nicht wirklich zu Hause. Hey, du bist nicht so ein Motivationstrainer-Typ wie Jürgen Höller damals oder so? Nee, um Gottes Willen, also mir wäre es viel zu anstrengend, einen anderen Menschen zu motivieren. Weil spätestens, wenn ich aus dem Haus raus bin und der andere brennt nicht in sich, verpufft es ja eh wieder. Wie kann man Menschen helfen, diese, das heißt, intrinsische Motivation zu finden? Wie hilfst du da? Also prinzipiell würde ich sagen, stell gute Fragen. Also zum Beispiel die Frage, wofür bist du heute Morgen aufgestanden? Wirklich aufgestanden? Und in dem, dass wir alle unsere Kohle verdienen müssen und alle Termine haben etc., geht halt die Frage, wofür wir das wirklich tun, oft verloren. Und ich erinnere gern daran, dass das Leben flüchtig ist, dass jeder Moment kostbar ist. Und was ich merke, also was viele, viele Menschen sehr berührt und sehr wach macht, ist die Frage, also an welcher Stelle des Lebens möchtest du gern einen Unterschied bewirken. Also ich glaube, dass sich viele Menschen heutzutage so unwichtig fühlen in diesem riesigen Räderwerk und wenn es gelingt, sie wieder in Kontakt damit zu bringen, dass sie echt einen Unterschied bewirken können, dann ist die Motivation aus dem Innen heraus. Woher kommt denn, dass Menschen sowas wie fehlenden Einfluss oder Ohnmacht spüren? Das hat ganz viele Ursachen. Ich meine, also wir sind nach wie vor, auch wenn wir viel von Sinn etc. reden, finde ich, wir sind keine sinnorientierte Kultur, sondern wir sind eine sehr materiell orientierte Kultur. Und das heißt, es geht primär immer um Zahlen, es geht nicht wirklich um Werte. Werte sind verloren gegangen. Und ganz ehrlich, wenn du heutzutage einfach mal 10 Minuten im Internet unterwegs bist und diese Riesenwelt siehst mit all ihren komplexen Problemen, dann finde ich es eigentlich völlig normal, das Gefühl zu haben, ich bin nichts. Ich bin einfach nichts und ich kann nichts machen und das Ding läuft so und so ab. Und
vielleicht ist eh schon alles zu spät. Also durchs Internet wird es ja auch sichtbarer. Also genau. Du hast immer mehr Leute, die Verschwörungen wittern überall. Oh, ja. Das kommt ja vor allem aus einer Ohnmacht heraus. Aber wie geht man in dieser westlichen Gesellschaft mit so dieser Situation eben um, wenn der Maßstab des Erfolgs in Zahlen gemessen wird? Also wenn das Geld, das ich verdiene, nehmen wir mal Leistungssport oder Aktiengesellschaften, mit Geld bewertet wird. Ja, ich finde es total wichtig, sich erstmal abzukoppeln. Und du hast ja, also insofern finde ich so ein Gleichnis wie Star Wars schon gar nicht so schlecht. Also für mich ist es wirklich ein Kampf. Also ein Kampf, den jeder von uns tagtäglich kämpft, am Morgen aufzustehen und dich eben nicht von der Werbung zu bombardieren zu lassen und von dem, was dein Vater dir gesagt hat, was die Politiker zu sagen, sondern aufzustehen und zu sagen, vergiss mal alles, was die anderen sagen und lausch mal wirklich auf dich. Also es ist natürlich auch ganz, ganz stark durch meine eigenen Erfahrungen geprägt. Also ich bin damals vor langes Jahr nach Berlin gekommen, um Medizin zu studieren. Weil ich komme aus so einer Weißkittel ehrwürdigen Arztfamilie. Und als ich das damals gecancelt habe, da war ich im Prinzip genau an dem Punkt. Also mich zu fragen, okay, also wenn ich diese äußeren Ansprüche nicht mehr erfülle, wer bin ich da noch? Und ich habe mich erstmal ein paar Jahre echt beschissen gefühlt damit. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ich halte es für total wichtig, erstmal wirklich irgendwo zu schaffen, sich vom Außen abzugrenzen, nach innen zu lauschen, rauszufinden, was sind denn wirklich meine Werte. Heirate dich selbst, das heißt, fang an, dich zu lieben. Ja. Also, wir leben ja schon in einer Gesellschaft, wo es heißt, liebe dich selbst, kauf dieses Produkt. Was ist damit gemeint, sich selbst zu lieben? Also ich würde sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die das Image sehr liebt, das Bild, was wir nach außen haben. Wenn ich eine coole Position in der Gesellschaft habe, dann dieses Bild zu lieben oder meine Figur zu lieben oder sonst was. Mit heirate dich selbst meine ich wirklich anzufangen, von innen heraus zu leben. Und das bedeutet für mich erstmal komplett Ja zu sagen zu dem, wer ich bin, also zu meiner ganzen Unvollkommenheit. Also für mich hat meine Selbstheirat damit begonnen, dass ich gesagt habe, ich sage Ja dazu, dass ich ein stinknormaler, neurotischer Mensch bin. Versuche nicht mehr erleuchteter zu sein, als ich bin. Darf man als jemand, der sich liebt und erfolgreich ist, Neurosen haben? Ich überlege gerade, wie ich die Frage schlau anders formuliere, aber im Prinzip... Also die Frage ist doch, also wo kommt dieser Wahnsinnsdruck her, den die meisten Menschen haben, irgendwie anders sein zu müssen, als man ist. Und was ich versuche zu vermitteln ist, wenn du mal für einen Augenblick versuchst aufzuhören, gegen deine Neurose zu kämpfen, dass du vielleicht merkst, du bist nichts weiter als ein... guck mal, wenn du da draußen einen knorzigen Baum siehst, der total schief wächst, dann sagst du auch nicht, der ist neurotisch gewachsen, dann sagst du, der ist wunderschön. Und wenn du Ja zu dir sagst, dann erkennst du vielleicht genau in der Macke, die du hast, dass sie wunderbar ist. Also ich würde zum Beispiel sagen, die Qualität meiner Beziehungsseminare hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich ganz, ganz viel falsch gemacht habe in meinen Beziehungen und dass ich gerade dadurch ganz viel gelernt habe. Das heißt, dass die Nonkonformität Erfahrungen mit sich bringt und man braucht eigentlich vor allem diese Erfahrungen, auch die negativen. Ja. Wie wichtig ist Scheitern? Scheitern? Oder zumindest Niederlagen? Also ich stehe drauf, also weil dann kann ich es abhaken. Also im Sinne von, ich bin nicht so ein Typ, der, also mich macht es eher unruhig, wenn ich was nicht versucht habe. Aber wenn ich was versuche und es geht total in die Hose, dann kann ich wenigstens sagen, okay, ich habe es versucht, darüber brauche ich jetzt nicht mehr nachzudenken. Und also ich beschäftige mich auch viel mit der Frage, was ist Erfolg? Und ich habe für mich festgestellt, also all die wirklich coolen Menschen, von denen ich sagen würde, die sind echt erfolgreich, die haben eigentlich die höchste Fehlerquote von allen. Aber die lernen halt auch relativ schnell daraus.
weil wir Star Wars angesprochen haben. Ja. Es gibt ja Dunkel und Licht. Und man hat die dunkle Seite, die ich übrigens als Kind total spannend fand. Ja. Und Todesstern, die hatten die cooleren Klamotten, konnten viel bessere Moves bei Kämpfen und so. Und dann gibt es die Lichtseite mit den Gutmenschen, also lauter Ned Flanders auf der guten. Ich fand einen Aspekt bei den alten Star Wars Filmen toll, nämlich etwas, was dazwischen war. Das war Han Solo in seinem Raumschiff, der war weder dunkel noch Licht. Der war Abenteuer. Ja. Und deswegen hat man den geliebt und Chewbacca auch. Ist das die Einstellung, die du befürwortest? Das ist spannenderweise, ist dem mir immer auf den Keks gegangen. Also ich glaube, ich bin eher so. Und ich kann damit total falsch liegen, aber ich bin wirklich, ich glaube, dass wir hier sind, um zu lernen, uns für die gute Seite zu entscheiden. Und der Typ zum Beispiel, das war für mich ein Funny Boy. Ja. So, und ich habe zum Beispiel, also mich hat viel, viel mehr das Ringen der anderen, also zum Beispiel die Frage, wie gehe ich mit Macht um, wie gehe ich mit Wirkung um, das hat mich viel mehr fasziniert. Also der Han Solo war für mich immer derjenige, der sich halt leicht macht. Also ich war vielleicht auch immer ein Stück neidisch, weil ich dachte, es wäre cool. Aber das ist zum Beispiel... Das war auch feige, meinst du? Nee, würde ich nicht sagen. Für ihn war es konsequent, aber für mich wäre es zum Beispiel nicht möglich. Also ich habe schon so, merke ich... es geht schon darum, eine tiefere Wahl zu treffen in diesem Leben. Jetzt wissen wir über uns Bescheid. Machen wir doch mal ein bisschen was Dienstleisterisches. Da schauen jetzt Leute zu. Ja. Gibt es so irgendwas zum Mitnehmen, was Praktisches, wo jeder sagt, cool, da weiß ich jetzt ein paar Sachen, wenn ich die mache, ist morgen schon ein coolerer Tag. Ja, kann ich. Also da bin ich sehr, sehr hartnäckig. Also das Erste, was ich jedem Menschen empfehlen würde, die ersten 15 Minuten seines Tages komplett frei zu halten. Also das ist eine Revolution. Und mit Freiheit meine ich, mit niemandem zu sprechen, keine Bildzeitung zu lesen, kein Radio anzumachen, sondern zu sagen, diese 15 Minuten tue ich nichts. Ich tue nichts, ich setze mich hin, ich bin nur mit mir. Ich lausche nach innen, ich empfange meine Signale. So. Und sich dann der Frage zu stellen, also was will ich als Mensch heute mit diesem Tag wirklich, wirklich? Cool. Ja. Und dann echt Tag für Tag. So, da kommt einiges zusammen über Monate hinweg und wahrscheinlich auch richtigere Entscheidungen, die man, oder authentischere Entscheidungen zumindest, die man am Tag trifft. Das ist das Erste, der Tag geht ja weiter. Das ist jetzt, ich bin jetzt bei der Arbeit in meinem Hamsterrad. Nächster Rad. Erinnerungen schaffen. Also Gewohnheiten, also ich sag mal, ich habe als Coach, mein Hauptgegner sind die Gewohnheiten der Menschen. Weil, also wir haben alle ganz schnell mal eine tolle Idee. Ich habe ja auch bei Facebook gelesen, dass du darüber nachdenkst, ob du eventuell was mit deinen Lastern machst. Ja? Und mal angenommen, du würdest zu einem Entschluss kommen, dann hast du ja hier auf der einen Seite deinen frischen, kleinen, zarten Entschluss und du hast auf der anderen Seite hast du Macht von Gewohnheiten. Und also ganz, ganz viel von meinem Coaching besteht letztendlich darin, Menschen klarzumachen, wie machtvoll Gewohnheiten sind und wie man die durchbrechen kann. Und eins davon ist zum Beispiel, wenn du einen Impuls gefasst hast, pflastere dein Leben mit Erinnerungen zu an das Neue. Und damit meine ich, also wenn ich zum Beispiel einen neuen Impuls habe, ich erzähle das sofort allen meinen Leuten, weil ich weiß, die nerven mich total damit, wenn ich es nicht mache. Ich hänge mir Zettel auf, ich höre es mir auf Tape an, ich schreibe es mir auf die Handfläche. Machen wir es ganz praktisch. Ich möchte mit dem Rauchen aufhören. Ja. Und ich weiß, dass das Rauchen bei mir wahrscheinlich gar nicht mal diese Suchtgeschichte ist oder Willensgeschichte ist, sondern egal, ob ich eine schlechte oder positive Erfahrung habe, ich verbinde es mit dem Rauchen. Also die wichtigsten Emotionen teile ich mit meinem Partner Zigarette. Wie löse ich das? Da freut sich deine Frau bestimmt, wenn sie das hört. Also erstmal, also ich bin überhaupt kein Freund davon, Süchte zu bekämpfen, weil das, in meinen Augen funktioniert das nicht, sondern ich würde jetzt mal angenommen, wir würden jetzt ernsthaft darüber reden, würde ich dich fragen, okay, wie kannst du anfangen, all diese emotional starken Momente mit was anderem zu koppeln? Zum Beispiel würde ich dir raten, rauch einfach weiter, aber stell dir parallel daneben einen Apfel hin, in den du jedes Mal, wenn du einen coolen Moment hast, reinbeißt. Ist total banal, aber auf Dauer funktioniert.
Kriegt man sich selbst manipuliert? Wir machen es den ganzen Tag. Ja. Wir machen es den ganzen Tag. Also du stehst am Morgen auf und jeder Gedanke, den du zu dir denkst, den du mit dir sprichst, ist... Ist Manipulation, die man auf sich und andere ausübt. Das finde ich für mich eine spannende Frage. Wird die besser, wenn sie bewusster ist? Ich hoffe es. Ja? Ich hoffe es. Also das ist, sie wird definitiv noch machtvoller. Aber ich finde auch, dass wir dadurch die Möglichkeit bekommen, uns auch immer wieder zu fragen, okay, in welche Richtung möchte ich manipulieren? Also viele Menschen schreien ja auf und sagen, ich werde nie im Leben manipulieren. Aber der Faktor ist, wir manipulieren uns alle ständig. So allein dadurch, dass du mich hier eingeladen hast, hast du ja mein Leben manipuliert. Der Begriff Manipulation ist so mega negativ besetzt. Ja. Ist das ein dunkler Begriff oder ist das ein wertfreier Begriff eigentlich? Für mich ist es ein absolut wertfreier Begriff, aber der natürlich aufgrund unserer Geschichte verständlicherweise negativ besetzt ist. Also wenn ich so Kontaktanzeigen früher in Zeitungen gelesen habe und jetzt im Netz, die Leute, wenn sie Partner suchen, schreiben, muss ehrlich sein, muss treu sein, also alles, was man auch in einem Schäferhund wiederfinden würde. Ja. Warum wagen denn Leute nicht zu sagen, muss mich überraschen, muss ein Abenteuer mitbringen? Also wieso wollen die meisten was Treues und Ehrliches? Ich glaube, dass ich weiß, aufgrund von wissenschaftlichen Untersuchungen, dass Sicherheit definitiv unser stärkstes Grundbedürfnis ist. Und ich würde mal sagen, wir Deutschen haben es damit noch mehr als andere. Und das ist schade. Also ich finde dieses ehrlich, vielleicht auch manchmal ein bisschen provokant, aber dafür genau auf den Punkt bringen, was du wirklich willst, finde ich cooler. Wie viel Lebensfreude klauen wir uns durch Sicherheit? Gar nicht, wenn die anderen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. So, aber wenn wir uns nur auf Sicherheit fokussieren, dann wird es traurig. Wenn du rausguckst auf diese Welt, wir haben jetzt darüber geredet, liebe dich selbst. Ja. Wie kann ich die Welt lieben? Wie kann ich die Welt mit meinen Möglichkeiten so manipulieren, dass sie besser wird? Ich bringe mal ein Beispiel. Ich komme jetzt gerade, bin gestern aus Baden-Baden angereist. Baden-Baden ist im Vergleich zu Berlin ein Paradies. Also man würde sagen, dass die Welt noch... Oberflächlich gesehen oder? Oberflächlich gesehen. Die Abgründe sind dann natürlich genauso schlimm, aber oberflächlich gesehen allein die Baden-Baden Tatsache... Baden-Baden der Sunnyboy der Städte? Nee, eher so das Miami in Deutschland, weil da sehr viele ältere Herren, Damen zur Ruhe kommen. Okay. Aber wenn ich nach Berlin komme, dann werde ich erstmal sehr traurig, weil ich viele gehetzte, fertige, gestresste Menschen sehe. Und dann gibt es erstmal für einen Moment in mir eine Resignation, auch ein, oh Gott, wir schaffen das nie. Und für mich ist das so eine Art von Gebet, dass ich einfach wirklich darum bitte, dass das Leben mir die Möglichkeit gibt, selbst in dem, was mein Geist in diesem Augenblick zuerst als hässlich beurteilt, das Schöne zu finden. Und dann sehe ich zum Beispiel den traurigen Mann auf der Straße, den ich vorhin nicht wirklich sehen wollte, und plötzlich sehe ich auch da etwas Schönes. Und dann geht das für mich. Dankeschön. Danke, das war das erste Kennenlernen. Ich hätte Interesse, weiterzumachen. Mhm. Ja. Bei einem weiteren Gespräch. Ich habe immer zum Schluss drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Zynismus. Faulheit des Geistes. Depression. Braucht viel, viel Mitgefühl. Ist total verständlich heutzutage und braucht echt unser Hinschauen, weil das immer breitere Bevölkerungsschichten erfasst. Angst. Ist ein cooler Lebensinstinkt und es geht nicht darum, sie loszuwerden, sondern sie zu integrieren. Du warst so nett und hast gesagt, wir dürfen drei deiner Bücher verlosen. Ja. Nämlich Seelengevögelt. Ja. Ich kenne das bei mir. Wenn ich manchmal komische Titel mache, kriege ich hammermäßig viel Kritik und Leute beschimpfen mich, aber ich stehe drauf. Wie ist es bei dir, Seelengevögelt, wenn man so einen Namen nennt? Wie reagieren Leute? Also es scheidet die Geister und das finde ich auch gut.
ich muss dazu sagen, fairerweise, der Titel wurde nicht aus marketingstrategischen Gründen ausgesucht, sondern das ist ein Begriff, den gibt es schon lange in unserer Arbeit, der kommt ursprünglich von meiner Frau. Und der beschreibt letztendlich den Zustand, also den ich für total erstrebenswert halte im Leben. Wir verlosen die Bücher immer so, dass man kommentieren muss. Das Video kommentiert. Was für einen Kommentar sollen die Leute setzen? Also was ich mir von dir wünsche, ist ein Kommentar dazu, was du glaubst, was du noch leben musst, um im Frieden sterben zu können. Das ist meine Ansage. Ich danke dir für dieses Gespräch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön. Danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast ist die History-Legende Guido Knopp. Bis zum nächsten Mal. Cool. Das ist eine schöne Bandbreite.